Hallöchen, da bin ich wieder. Schön, dass ihr wieder einschaltet hier zu DayZ. Dann machen wir mal weiter. Ich glaube, Feuerchen, ne? Feuer machen oder so. Das sind meine Schritte. Das ist manchmal ganz merkwürdig. Feuer machen. Verdorben. Der Pilz gerade. Guck. Makellos. Fleischiger Pilz. Ein wenig fad, aber trotzdem sättigen. Den kann ich bestimmt... Ach, der ist getrocknet, kann ich direkt essen. Wiesenchampignon beschädigt. Fleischiger Pilz, ein wenig fad, aber trotzdem sättigend. Der ist doch nicht giftig. Eigentlich ist er nicht giftig. Eigentlich. Und gleich ruck so krank. Nee, das sah eigentlich gut aus. Der sah vor allem eigentlich gut aus. Ich könnte auch geduckt laufen. Bin nicht so laut. Wo ist eigentlich hier besser? Lieber etwas vorsichtiger unterwegs sein. Ist ein Apfelbaum. Lohnt sich das überhaupt hier reinzugehen? Die zwei Zombies da. Gelb, natürlich. Taschenlampe. Vielleicht ist da eine Batterie drin. Nimm die Drops dann erstmal mit. Können wir ja wieder entsorgen. Uns davon entledigen. Ach ja, Lost of Cherno, ne? Bin weiterhin Lost of Cherno. Da oben was? Stell dich doch mal hin. So ein bisschen Assassin's Creed-mäßig ist ja auch nicht schlecht. Ich habe immer noch nichts gefunden zum Zerschneiden, ne? Hab alles weggeludet. Guck mal, wäre jetzt normal da durchgerannt, dann hätte ich wohl die Zombies aufgeschreckt. Wir sind hier immer noch an der Küste. An der Nordsee. Gar nicht so schlimm. Kommt noch schnell genug ins Landesinnere. Hacke! Da ist eine wunderbare Hacke. Ich probier's mal. Haben wir einen Zombie gehackt. Verdorben! Toll! Ich habe gleich Kerne draus bekommen, aber ganz ehrlich, anpflanzen, Gärtner möchte ich hier. Naja, ich hätte ja schon eine Hacke, aber. Warte mal. Gucken, wie lange die Hacke denn durchhält. So, lieber ein bisschen mehr gucken. Nebelig so ein bisschen, ne? Wollte ja eigentlich ein Feuer machen. Ein bisschen Jod. Oh, gar nicht gesehen. Ich habe fast nicht gesehen, die Munition.
glaube, hätte ich in der Third Person gespielt, hätte ich die Munition komplett übersehen. War mit dieser Scheune schon? Wir waren da oben in der Scheune, aber nicht in dieser Scheune. Da oben die Zombies ja wieder rum. Aber wegen Waffe, ne? Pilz eventuell noch hier? Ein Pilz. Nee. Oh oh. Oh oh. Finde das gar nicht schlecht. Dauert halt ein bisschen länger, aber soll ich hier rumrennen wie so ein Verrückter? Kann man ruhig ein bisschen schleichen. Hier doch schon drin, da sind die Stiefel. Ich glaube, ich gehe wieder raus. Ich glaube, ich war hier schon. Ich bin gar nicht da. Ist ja auch nicht schlecht. Ne, bestimmt nicht. Bin alles, aber noch kein Messer gefunden, ne? Ich glaube, ich hole jetzt mal ein bisschen. Habe ich noch Platz für Holz oder so? Irgendwie. Mit den Händen. Ich brauche die Rinden, ne? Ah, ich habe doch die Säge. Jetzt wüsste, wo die spawnen könnten, die Leute, ne? So, kann ich hier was bekommen? Ja. Ich sehe eigentlich reichen. Also Rinde bräuchte ich ja noch. Das hier in diesem Baum. Ja. Erstmal ein Feuerbohrer. So, den hätten wir. Oh, ich brauche noch. Warte. Reicht doch. Nee, reicht nicht. Was mache ich denn? Brauche glaube ich 3. Ich bin neugierig wegen dem Boot. Wegen dem Boot und wegen dem Loot. Okay, erstmal. Erstmal da.
Genau. Könnte ich ja einfach mit gleich. So, wie war denn das nochmal? Ach, ich brauche ja nochmal eine Rinde. Da war ja was. Ja, mehr Survival, mehr Survival. So, na, nimm das mal. Kannst du das jetzt nicht nehmen? Wollte das eigentlich dahin haben? So, pack noch ein bisschen Holz rein. Wunderbar. Nein, nicht. Krieg's noch hin hier. Mal lieber das Rohr in der Hand, falls einer kommt. Lecker Fleisch. Schön, wie das brutzelt da. Gefährlich, diese Fenster, ne? Naja, was soll schon hier passieren? Ja, jetzt ist es hier warm, ne? Vorhin war dir kalt, jetzt ist hier warm. Hast du ja eine schöne dicke Jacke an. Das Räuchern dauert aber richtig, richtig lange. Das ist normal, ne? Wenn man räuchert, das dauert lange. Im Real Life ja genauso. Oh, ist fertig. So, wir hauen ab hier. Wie doll qualmt's denn überhaupt? Gegen der Sonne sehe ich nichts. Es geht.
Weiß nicht, wie man das von Weitem sieht. Ist gar nicht so extrem. Jetzt haben wir sogar einen Buff. Angeln wir jetzt auch? Ich habe ja jetzt schon hier ein Feuerchen, weil... Warte mal. Ich brauche hier noch ein... Oh. Wo ist denn hier noch ein Busch? Schon mal da in Gange bin. Einfach mal so auf die Schnelle. Vielleicht ein Fisch. Das wäre ja nicht schlecht. War ja noch ein Wurm, ne? Halleluja. Kann ich die Angel... Zieh das Rohr mal hier rein, bitte. Zack. Pack die Angel da mal hin. Und wir sollten schon mal was essen hier. 80 Grad, das ist 70 Grad. Ich glaube, 80 Grad geht auch schon. Aber es ist jetzt auch auf 70. Haben wir auch wieder Platz. Wundervoll. Habe ich den Pilz vergessen zu schmoren. So, ich brauche ein paar Würmer. Kann ich mit dem Schraubenzieher ein paar Würmer ausgraben? Nehmen wir mit der Hacke eigentlich. Eigentlich. So, ist das nicht sehr schön? Ach, warte. Ich habe doch die Angel hier. Blüpp. Muss ich ja noch einen Wurm rauf machen. Muss ich den jetzt echt erst runternehmen? Muss ich die Angel... Pack die mal bitte auf die 5. Dauert halt seine Zeit, ne? So, ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge angeln. Machen wir, liebe Leute. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssi.